Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, zu einem Was wäre wenn oder ein Versus zwischen Star Wars und Crisis. Ich habe letztens ein Video gemacht, ich bin aber nicht hundertprozentig zufrieden damit, deswegen habe ich nochmal hier ein überarbeitetes Video gemacht. Wird darauf in der, es gab einen Kommentar, worauf ich eingehen werde und nochmal einen neuen Was wäre wenn Video. Ja, Was wäre wenn Theorie aufstellen und meine Meinung dazu grundtun. So. Jedenfalls, ich habe ein paar Videoclips und ein paar Aussagen in dem Spiel, will ich nächstes Video packen. Und dann sage ich mal, dann bis gleich. Anfangs werde ich noch nicht reden, weil ich gerne die Sequenz, die ich euch zeigen will. Ihr sollt ein bisschen den eigenen Eindruck entwickeln, was ich davon meine und am Ende nochmal sage. Ich beschreibe jetzt, was ich sehe. Ich bin in einem Tunnel, einer Höhle. Sieht aus wie kristalliner Fels, aber strukturierter. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist dunkel. Kalt. Unglaublich kalt. Die Mauern sind unnatürlich, genau wie die äußere Hülle. Sieht fast organisch aus. Ich hoffe, dass ihr Jungs das seht. Die Schwerkraft ist weg. Ich versuche mich mit dem Booster zu stabilisieren, aber das kann ein Weilchen dauern. Tarnfeld aktiviert. Irgendwas hat mich getroffen. Maximale Panzerung. Scheint zu funktionieren. Tarnfeld aktiviert. Wir jetzt eine große Kammer. Was ist das für ein... Energie kritisch. Aktiviert. Maximale Panzerung. Ich muss hier raus. Schnell. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Aktiviert. Da sind noch mehr von diesen. Tarnfeld aktiviert. Sie sind anders. Was zum Teufel geht hier vor? Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch.
Verdammt! Wo zum Teufel bin ich? Das war mein Höllenritt. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Eine ganze Armada dieser Maschinen. Das ist ein Invasionsheer. Was zum Teufel? Tarnfeld aktiviert. Strickland, falls Sie mich hören, Sie müssen diese Insel sofort evakuieren. Hier sind Tausende von diesen Dingern und sie wachen auf. Was es ist, ich bin genau im Auge des Sturms. Der ganze Berg ist in eine Art Energiesphäre gehüllt. Wir müssen die Insel vollständig evakuieren. Roger. Ich habe den Kontakt mit einigen Marines in Ihrer Nähe verloren. Ich schicke Ihnen jetzt Ihre letzten bekannten Koordinaten. Sehen Sie sich da mal um. Mach ich, Sir. Aber ich bezweifle, dass diese Kälte jemand überlebt hat. Wir haben am Fuß des Tals ein Evakuierungslager. Sollten Sie Überlebende finden, können wir Sie von da ausfliegen. Strickland, hier ist Nomad. Ich habe Ihre Marines gefunden. Irgendwelche Überlebende? Negativ, Sir. Keine Überlebenden. Das war das zweite Platoon, das ich an dem Berg verliere. Okay, wir müssen Sie da rausholen. Bahnen Sie sich einen Weg zum Rand der Sphäre. Ich lasse Sie dann dort abholen. Sergeant!
müssen unsere Verwundeten ausfliegen. Stoßen Sie durch das Tal zum Evakuierungslager vor. Verstanden, Major. Einer der Piloten dabei. Hey, Nomad! Ganz schön hässlicher Bastard, was? Ja, okay. Psychos kleines Café. Hey, vorsichtig! Der Admiral muss verrückt sein, dieses Ding an Bord zu nehmen. Möchten Sie irgendwas sagen, Collins? Nein, Sir. Dachte ich mir. Was zum Teufel? Ist es doch auch, oder? So ein Was Ding war auch bei unseren Generatoren in der Mine. Diese Kreaturen scheinen nahen Stromquellen Energie zu entziehen. Hätten Sie das nicht auch etwas früher sagen können? Leistet. Nach Auswertung Ihrer Videodaten hat der Generalstab einen Nuklearangriff empfohlen. Sobald wir die Bestätigung aus dem Weißen Haus haben, pulverisieren wir diese Biester. Admiral, wir sollten keine überstürzten Entscheidungen treffen. Wir brauchen Zeit, um Alternativen zu... Zweifeln Sie etwa am Präsidenten? Am Generalstab? Ich bin nicht sicher, ob Sie den Ernst der Lage erkennen, Doktor. Vor einer Woche hat ein Aufklärungssatellit unnatürliche Hitzesignaturen der Insel gemeldet. Zuerst dachten wir, die Koreaner würden Atomwaffen testen, also wurden CIA und NSA eingeschaltet. Und jetzt kommt's. Vor 4 Tagen hat die NASA im Inneren des Berges ein hochfrequentes Signal geortet. Es ist auf einen Stern, irgendwo in Galaxie M33 gerichtet. Das ist fast 4 Millionen Lichtjahre entfernt. Es könnte ein Notsignal sein. Ein Hilferuf. Sie sagten doch, die gefundenen Proben wären mehrere Millionen Jahre alt. Das stimmt. Aber diese Technologie ist so weit entwickelt, sie kann nicht irdischen Ursprungs sein. Was, wenn sie hier gestrandet sind und um Hilfe rufen? Egal, was sie sind und woher sie kommen, wir müssen etwas tun. Ich habe einige startbereite Maschinen mit Atomraketen. Bei allem Respekt, Sir, es ist nicht mal garantiert, dass eine Atomwaffe ihren Schutzschild durchschlägt. Wenn Sie Garantien wollen, kaufen Sie den Toaster. Ich werde jedenfalls nicht rumsitzen, während die Sicherheit unseres Planeten auf dem Spiel steht. Das ist lächerlich. Diese Dinger haben jede Energiequelle angezapft, in deren Nähe sie kamen. Der ganze Berg ist eine riesige Energiehalde. Sehen Sie sich den Plan an. Diese Energiequelle verläuft durch die gesamte Bergstruktur. Sehen Sie sich die Form an. Vergleichen Sie sie mit der Kreatur, die wir an Bord brachten. Ich glaube, dieses Ding ist organisch. Ein lebendes Wesen, das sich von Energie ernährt. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir es mit Atomwaffen angreifen. Wissen Sie, was passiert, wenn wir es nicht tun? Ich denke, es geht auch anders. Ich brauche nur mehr Zeit. Wir haben keine Zeit mehr, Doktor. Sir, wir haben den Kontakt zur USS Lexington verloren. Alle, die nicht gebraucht werden, verlassen jetzt sofort diesen Raum. Ich bin in der Waffenkammer. Kommen Sie zu mir, wenn Sie mit diesem Arschloch fertig sind. Das gilt auch für Sie, Lieutenant. Verschlussmechanismus ist sehr komplex. Wir würden Wochen brauchen, um ihn zurückzuentwickeln, aber Sie haben ihn einfach so modifiziert. Und die Energiequelle sogar an Ihren Nanosuit gekoppelt. Bemerkenswert. Ich bin wohl Naturtalent. Das ist noch untertrieben. Okay, Ihr Anzug müsste jetzt wieder voll funktionsfähig sein, mit ein paar Extras. Außerdem habe ich, wie gewünscht, zusätzliche Energie in Ihre Hydrobooster umgeleitet. Sie können jetzt gehen, Major. Major Burns, hier ist Morrison. Bringen Sie den Vogel sofort wieder runter! Major Burns! Was hat er denn vor? Sir, wollen Sie, dass wir ihn abfangen? Lassen Sie ihn. Der Idiot hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Wurde auch Zeit, Lieutenant. Wir werden in Kürze startbereit sein. Ihr Major ist eben desertiert, hat die Waffenkammer geplündert und ist auf dem Rückweg zur Insel. Prophet will da wieder raus? Sie müssen den Start verschieben. Er wollte es so, Lieutenant. Admiral, ich flehe Sie an. Denken Sie nach. Das Risiko ist zu groß. Was ist, wenn Sie genau das wollen? Was ist, wenn wir Ihnen in die Hände spielen? Wenn. Dafür habe ich keine Zeit, Doktor. Das Pentagon hat einen Atomschlag autorisiert. Ich habe meine Befehle. Constitution Command, hier ist Marauder One. Haben das Ziel erfasst. Nähern uns kritischer Reichweite. Over. Verstanden, Marauder One. Moment.
Wir sind soweit, Sir. Was, wenn Sie sich irren, Admiral? Können Sie mit den Konsequenzen leben? Setzen Sie den Angriff fort. Aye, aye, Sir. Marauder One, hier Constitution Command. Sie haben grünes Licht. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Over. Ich hoffe, Roger. Sie irren sich nicht. Sie, ich und der Rest des Planeten. Die Sphäre! Sie wird größer! Was in aller Welt? Ich fürchte, wir haben sie gestärkt. Sir, mehrere Kontakte nähern sich! 8, 10, 12! Alle Mann runter! Schickt ein Feuerteam hier rein! Los! Tun Sie was, Nomad! Die nehmen das verdammte Schiff auseinander! Diese Dinger greifen uns von allen Seiten an! Sie müssen kämpfen, Soldat! Wir dürfen dieses Schiff nicht verlieren! Die Tür klemmt, Lieutenant! Stehen Sie nicht rum! Machen Sie sie auf! So, die kleine Sequenz hat euch hoffentlich gezeigt, was ich meine im ersten Video, beziehungsweise, dass man die Stufe 1 Zeph schon da schon ein großes Problem sind. Jetzt wahrscheinlich die Zwischensequenz alle im Video, das ich gerade gezeigt habe, gesehen, was das innere Schiff alles für Verteidigungsmechanismen man hat, also innere Kälte, also ohne Winteranzüge sowas wird man da frieren. Zu einer Schwerelosigkeit, zu einem das schnelle Transportsystem, was die Zeph benutzen können, um die anderen Linien abzuwehren, wenn eine große Armee kommt. Innere Schildsysteme. Und eine kleine innere Fabrik, habt ihr auch gesehen. Nomad, die Situation da unten ist kritisch. Kümmern Sie sich um den Reaktor. Ja. Und wie man hier sehen kann, relativ große Flotte hier der Menschen. Atomschlag. Eiskuppe gigantisch groß geworden und die gigantische Armada flieht überall in aller Richtung hin. Nur weil, und so schnell ist die Produktion dieses verdammten Dings. Und ich möchte nochmal betonen, das war auch ein Kommentar gewesen unteren, mein erstes Video, was wäre wenn. Nämlich, dass die Zeph, gegen Machtnutzer, also wie Dark Cities oder sowas, anpassen würden. Energiekritisch. Meiner Meinung nach könnten die Zeph das Doku in 2-3 Tagen sogar schaffen oder noch früher. Bedenkt man, die Zeph hier, die da. Das alles hier passiert ja nicht mal einen Tag, es passiert höchstens ein paar Stunden, ja, Lys. Und in diesen paar Stunden sind schon die ersten Prototypen für die Stufe 2 Zeph, die ich gleich auch zeigen werde, bereit und fertig. In ein paar Stunden sind die anpassungsbereiten Armee schon bereit, um die Menschen schon in den Arsch zu treten. Krank, ne? Nicht in ein paar Stunden. Prototypen-Einheiten schon fertig. Und was würde das Star Wars Universum, wie lange brauchen, neue Prototypen zu bauen? Wochen, Monate, Jahre? Und die schaffen es nicht mal einen Tag schon, neue Prototypen für die ganzen normalen Soldaten oder Soldaten zu entwerfen. Das ist krank. Deswegen so anpassungsfähig. Die anderen Punkte werde ich später eingehen, was in den Kommentaren drin steht, aber ich wollte euch nur die Punkte der unterschiedlichen Zeph der Stufe 2, also 1, 2 und 3 machen. Ebenfalls, wir werden uns jetzt gleich nochmal die Stufe 2 Zeph annehmen. Stufe 1 habt ihr ja ein bisschen kennengelernt. Und ja. Und am Ende werde ich noch auf die Kommentare eingehen. Und was wäre dann wohl durch dieses Videomaterial, was ich euch gezeigt habe,
wahrscheinlich noch ein bisschen ausarbeiten, die Theorie, was wäre wenn. Jedenfalls dann bis gleich, den Cut wird die wahrscheinlich nicht merken. So, der nächste Cut findet hier statt, wir sind jetzt in Crisis 2. Wir sind jetzt nämlich an dem Punkt, wo die Seth nochmal fett durchstarten mit der Invasion, beziehungsweise mit der Eroberung des Planeten. Mithilfe eines, sag ich mal, eine Biowaffe, der auch Nanosporen genannt wird, oder also das Manhattan-Virus auch. Wenn ich mich jetzt umdrehe, werdet ihr ungefähr die Auswüchse dieser Biowaffe sehen. Und ich warne euch schon mal vor, jeder, der, sagen wir mal, irgendwas Geschmolzenes in etwas derartiges Biologisches nicht verkraften kann, würde ich besagen. Ich drehe mich jetzt gleich um und ihr werdet die Augen zuhören und vielleicht mir einfach nur zuhören. Das ist, glaube ich, eine gute Alternative. Okay? 1, 2, 3 und los. So. Ja, appetitlich ist das nicht. Wie gesagt, alle, die schwache Nerven haben, sollten nicht hinsehen. Das ist alles menschliches Gewebe, da das Virus umgewandelt hat. Oh Mann, das ist menschliches Gewebe. Das sind Menschen. Sie wurden eingeschmolzen. Ohne echtes Alien-Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit. Raus da, Mann! Ja, und soweit ich erwähnt wurde, dieses Virus kann man nicht heilen. Also alles Fortschrittliche, was die Menschheit da in New York hatte oder sowas, hat nur ein bisschen verlangsamt, aber nicht aufgehalten. Bedenkt aber, dieses Virus ist aber natürlich auf die Spezies ausgerichtet, worauf sie sich angepasst hat. Wenn sie sich an die Star Wars Galaxie anpassen würde, dann würden wahrscheinlich Bakter und sowas weiteres da auch keine Wirkung haben. Oder wahrscheinlich nur etwas verlangsamen, aber nicht heilen. Also, ja, wenn die Seth der Stufe 1 schaffen, sich gut anzupassen, wenn sie wahrscheinlich auf Coruscant auch noch eine Biowaffe zu produzieren, etwas in der Art, der alles wegfetzt. Ich werde es euch gleich zeigen, was ich mit wegfetzen meine. Allerdings zeige ich euch, ihr könnt, ungefähr so sieht das aus. Ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt die Augen wieder aufmachen und ich würde euch jetzt mal in Stufe 2 Zef zeigen. Also die angepasste Variante. Könnt wieder hinsehen. Und diese Seth haben hier alle anderen menschlichen Soldaten umgelegt. Na, ja, da ist er ja. Sieht er nicht putzig aus? Ja, die werden als Lurker bezeichnet, diese Einheiten. Was in dieser Einheit extrem krank ist. Das sind zum Beispiel fast Standardsoldaten von den Seth, die auf der Erde angepasst sind. Und lass mich mal das so erklären. Die sind extrem schnell wie ein Nanosuglaufer, also extrem schnell. Nicht so schnell wie ein Jedi mit Machtgeschwindigkeit, aber schnell genug, um fast nah dran zu kommen. Haben so viel Kraft, um Autos wegzukicken mit ihren bloßen Armen oder Beinen. Eben Autos wegkicken, braucht man nicht mal viel Kraft dafür. Das sind, wie gesagt, die passende Beschreibung wären gepanzerte Ninjas. Die sind so schnell wie Ninjas, haben Klingen wie Ninjas. Sind extrem schnell. Und hart gepanzert. Außerdem haben sie sowohl Nahkampfklingen als auch Maschinengewehren als Bewaffnung, die, soweit ich auch gehört habe, auch Sandsäcke durchschießen. Also die besten Schutzsysteme, die Menschheit eben halt in ihren Leben benutzen. Zum Beispiel in Zweiten Weltkrieg oder heute werden auch Sandsäcke benutzt, um vor Kugeln zu schützen. Und diese Waffen der Seth dringen einfach ein, als wäre es wie Papier. Und die Panzerung der Soldaten dahinter auch. Jetzt dürft ihr euch dreimal vorstellen, was passiert, als würden die Seth mal sowas ähnlich in Star Wars Universum entwickeln. Ich kann mir sogar locker vorstellen, dass die Seth sogar die Druidika-Schiff mit einem Schuss locker durchdringen und den Druidika hinter das wahrscheinlich auch noch. Nur unser Gedanke, um euch einen Vergleich vorzustellen. Und das sind ihre Standardsoldaten. Standard. Nicht speziell, Standard. Okay, da hat jetzt ein Werke gemacht. Und was man gut an der Anpassung gesehen kann, die tragen jetzt Exoskelette. Die haben sogar ähnliche Clown wie General Grievous an den Füßen, was ich nämlich cool finde. Wir haben eh in den A jetzt absolviert, was der Anzug ein bisschen kann. Das ist.
verarbeite. Ja. Ja, das ist nämlich das Kranke an der Anisuit. Ja, der Nano-Anzug ist natürlich, wie ich mal erwähnt habe in folgendem Video, sagen wir mal, auch Alien-Technologie eingebaut, durch mit Menschen kombiniert. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt eine Chance gegen die Seth haben, sonst würden die uns komplett auslöschen. Und soweit ich weiß, wurde, glaube ich, die Theorie oder wurde bestätigt, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, dass die Biomasse, die sie bei Auslöschen der Menschen benutzen, auch für ihre Armee benutzen. Oder in Klartext, wenn sie auf Coruscant landen würden, würden sie die gesamte Biombevölkerung umwandeln und dann auch mit ihren Truppen produzieren. Das können die auch. Die haben wohl unterschiedliche Wege, Truppen zu produzieren, was extrem krank ist. Aber nun gut, ab zum nächsten Cut. Da will ich euch mal die Biowaffe etwas genauer zeigen. Dann bis gleich. So. Jetzt sehen wir gleich einen kleinen Bruchteil. Beziehungsweise, das ist die Maschine, die ungefähr den Virus verbreiten wird. Beziehungsweise das schwarze Schleim, was da rauskommt, ist nur ein, sagen wir mal, ein Prototyp des Virus. Also ist es natürlich noch nicht ganz entwickelt, also noch nicht fertig. Also ist es noch ein Prototyp. Aber man kann schon sehen, dass der Prototyp auch schon echt extrem krank ist. Ja. Tja, guck mal, wie schnell die jetzt krank werden. Und schon tot. Und das ein paar Sekunden mit Schutzanzügen, die die anhaben. Ja, den anderen Zug hatte gerade die Krankheit isolieren können, weil gesagt, Self-Technologie und das Einzige, was gegen Self hilft, ist ihre eigene Technologie. So. Und das Einladungsschiff. Okay, das Virus hat sich aufgelöst, ein bisschen. Jedenfalls das schwarze Zeug ist ein bisschen weniger geworden, jedenfalls hier, wo die Soldaten waren. Und da kommen die Seth schon. Und ja, da kommen ein paar hochtrainierte Soldaten mit extrem starken Waffen. Und dort. Granatenwerfer. Ich möchte betonen, dass der Granatenwerfer ihn... Ja. Selbst mit Granatenwerfer haben die einfach alle niedergeballert. Ohne Probleme. So. Davor stellen, das sind auch die Standard-Self-Soldaten. Ja, mit denen sollte man richtig Angst haben. Die scheinen die Menschen wohl nicht zu mögen. Interessantes Detail, die schießen ja auf die Leichen wie die Rebellensoldaten in allen Mittelfrontalen. Ja, und das Virus macht ihn ja nicht aus. Aber das ist ein cooles Detail. Apropos, was die eigentlich aushalten. Eigentlich hätten sie sehr viel aus, aber natürlich haben sie ein paar Schwachpunkte. Eben halt menschlich, eben Menschen haben auch Schwachpunkte. Haben sie wahrscheinlich die gleichen wie die Menschen ihnen kopiert. Oder was heißt... Oder was heißt kopiert, Sei es mal so, wo die Öffnungen sind, sind Schwachstellen. Aber selbst da braucht man dann zum Reinballen. Ungefähr so. Oh, hallo. Danke, dass du mich ignorierst. Jetzt kommt der ganz große, dicke Kerl. Das ist ja eine Spezialeinheit. Dieses Ding ist extrem schwierig, aber wir sehen uns mal die nächste Katze mal an. So, die nächste Sequenz, die ich euch gerne zeigen würde, ist die hier. Seht euch mal New York an. Die eine Seite und die andere. Krank, ne? Was ist ja für alles anrichten.
Ich würde zwar so sagen, wir sind ungefähr an einem Punkt angekommen, sagen wir mal so, an der Zeit, wir spielen jetzt gerade am Abend, kann man schon sehen, ungefähr vor 2-3 Stunden, ein paar Stunden mehr, ist die US-Armee hier einmarschiert und versuchen die Alien-Invasion zurückzuschlagen, also, oder sagen wir mal so, die Seth aufzuhalten, mit Zell, das sind die anderen Menschen da, mit anderen Ausrüstungen, die wir gerade vorhin gesehen haben, die durch das Virus niedergestreckt wurden. Und ja, die sind Anfang des ersten Tages hier einmarschiert, haben gefragt, juhu, wir machen sie alle platt. Und ein paar Stunden später, als die Seth mal ein bisschen mehr aktiv wurden, ein bisschen mehr, sag ich mal, sagten sie sich, nee, schaffen wir nicht, wir haben wieder ab. Krank, ne? Und das nicht mal ein paar Stunden. Und nicht mal wirklich aktiv. Die Seth sind nicht mal wirklich aktiv. Die ruhen sich, die sind noch ein bisschen ruhig sogar. Ein bisschen sogar, sag ich mal. Wie gesagt, die US-Armee, also, wir sind hier in New York, das ist von den USA aus betrachtet ihre wichtigste Stätte, wenn sogar nicht ihre wichtigste sogar. Haben sie eine große Armee geschickt, plus noch sehr eine Gruppe von Menschen, eine Fraktion, die auch extrem massiv viel von Technologie besitzen und etc., eben halt sehr weit entwickelt. Und die beiden Fraktionen zusammen, werden gerade total im Arsch getreten. Die sind alle auf der Flucht, weil sie, obwohl sie eigentlich in Überzahl sind, die Seth nicht aufhalten können. Übrigens, es gab mal eine Frage, wie viel die ein Seth-Soldat mal aushält. Habe ich mal irgendwo gelesen. Und die Frage lässt sich immer so beantworten. Das Gewehr, was ich hier habe, lässt sich mit panzerbrechender Munition ausstatten. Und beziehungsweise auch im Roman wurde es erwähnt, dass ein normaler Seth-Soldat, der angepasst wurde, ungefähr 4 bis 5 panzerbrechende Geschosse aushält, also die so stark sind, die sogar starkes Beton durchbrechen können, braucht man 4 oder 5 Schüsse, um überhaupt einen von den normalen Soldaten zu töten. Und viele andere Soldaten hätten sogar Sprengstoff aus. Und wie gesagt, ratet mal, was passiert, als wenn die Seth sich bei Star Wars die Klone oder Doriden anpassen, wie viel die dann aushalten. Die Standardsoldaten. Der extrem starken, wieder ganz große Dicke, die wir gerade gesehen haben, nicht mal einen Ansatz gesprochen. Ja, ihr könnt sehen, die Menschen sind gerade erst eingetroffen, nicht mal einen Tag und schon sind sie wieder abgehauen. Ja, jetzt darf man sich das mal bei Coruscant vorstellen. Aber das werde ich auch dann später erwähnen, schauen wir uns mal die nächste Sequenz an. So, wir sind jetzt etwas weiter hier in Crysis 2. Wir sind jetzt weg von der Insel, Die Insel hat sich selber Luft gesprengt. Die Gründe dafür sind jetzt gerade nicht mehr wichtig. Jedenfalls, die Sequenz, die wir jetzt gerade anhören, ist aber wichtig. Dann wollen wir mal. Alcatraz, es geht um dieses Stück aus Prophets Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der Seth direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, Ma'am. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Cell über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier ist Barclay. Hören Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit mit dem Pentagon. Die wollen einen taktischen Nuklearsprengkopf auf Manhattan abwerfen. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Die können das nicht überleben. Das werden sie, Miss Strickland. Ich betrachte das als notwendiges Opfer, um die Seth aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Oh, verdammt los! Halten Sie den Kanal und kann ich mal sehen, was ich tun kann. Gib dem Konvoi Feuerschutz. Ja, und ihr habt es jetzt ungefähr gehört. Ich es gerade in der ersten Sequenz gerade gesagt habe, die USA ist gerade angekommen. Ja, wir befreien die Stadt mal wieder, obwohl sie in Überzahl waren. Und wurden dann erstmal in den Arsch getreten. Und ja, die Seth sind so stark, wir müssen eine Atombombe schmeißen. Das muss man sich vorstellen. Dies ist eine kleine Kolonieschiff, das sogar veraltet ist, beschädigt ist, war in der Lage, in diese Situation vorbeizurufen, dass die Menschen ihre wichtigsten Sachen, also ihre wichtigsten Städte, obwohl sie zahlenmäßig unterlegen sind, die Seth,
einfach versuchen auszuradieren. Mit allen Mitteln, weil die so stark sind. Da. Wie gesagt, stell dir das in meinem Star Wars-Universum vor. Bei Coruscant. Aber dazu später mehr. Es gibt noch eine Sequenz für Crysis 2, die ich euch noch zeigen will. Und danach gehen wir zu Crysis 3, die letzten paar Sequenzen. Und danach werde ich noch kurz 5, 6 Minuten nochmal auf den einen Kommentar eingehen und nochmal sagen, was jetzt passieren würde, nachdem wir hier alles gesehen haben. Dann bis gleich. Die Sequenz würdet ihr wahrscheinlich eh nicht merken, aber bei mir schon. So, jetzt zur letzten Quest 2 wichtige Sequenz zu den Seth. Das Ding, was ihr oben gerade betrachten könnt, ist die vollentwickelte Biowaffe der Seth für die Erde. Die ist, soweit ich weiß, aus Crisis Legion, das ist der Roman zu Crisis 2, steht, ist die Biowaffe so stark, dass sie die ganzen Planeten, das gesamte Leben auslöschen kann. Wir gehen jetzt da rein und werden jetzt mal die Situation ein bisschen entschärfen. Aber rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh. Ich bin schon ausgerüstet. Und jetzt werde ich euch ein kleines, bestimmte Seth-Einheit vorstellen, die man nur jetzt... die man wirklich nur hier bekämpfen kann. Beziehungsweise ist es ein kleiner Bosskampf. Ich nehme die Elektrowaffe. So. Taktische Optionen verfügbar. Sie haben ein Tarnfeld, Alcatraz. Sie sind direkt an ihnen dran. Ja, das sind die. Habt ihr gesehen, wie viel die aushalten? Also, ich habe mal ein paar Extras in meinem Anzug gebaut, damit ich die besser sehen kann. Also, ja. Aber ihr seht, ja, die haben Tarnfelder, die sind schnell. Ja. Die haben schwarzen Schleim und irgendein weißes Licht. Zack. Verrecke! So. Hey du, Freundchen, komm her! Seht ihr, schon ein paar Schläge bricht mich hin, schon. Habt ihr gesehen, sogar dann Hälfte eines Einschlags der Rakete hätten die aus. Ich sehe, hier gibt es ein paar Sachen, die mit Gameplay zu tun haben, aber viele Sachen, die Seth aushalten, steht auch noch im Roman noch so drin. So. So, diese Sequenz, die ich jetzt euch zeige, ist jetzt nochmal wichtig, um das Verständnis. Nee, halt eben. Ich mach schon so schnell ich kann. Hören Sie, Alcatraz. Die Spore ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Sie müssen in den Wänden nach Cyborg-Verkabelung suchen. Reißen Sie mit Hilfe des Anzugs einen Teil davon raus. Systemumschaltung auf Kernfunktionsmodus. Ja. Guck mal, der Nano-Anzug brennt sogar fast weg, weil es zu warm ist. Der Nano-Anzug, der sich immer wieder selbst heilen kann, brennt. Funktionalität des Anzugs gefährdet. Warnung, kritischer Shutdown in Kürze. Ich brenne weg. Und wie gesagt, das eine Virus hier ist sogar in der Lage, auch Metall niederzubrennen, also zu vernichten. Eine Bierwaffe, die auch Metall besiegen kann, also auch die Durinami aus Star Wars. Ich zeige euch die Sequenz gleich sofort. So, jetzt sehen wir nochmal den Virus umgewandelt gegen die Seth. Jetzt zerbrennen die Seth an ihre eigene Waffe, weil wir sie umgeändert haben.
das gepanzerte Fahrzeug gesehen ist, es wurde weggesprengt. Ja, das, dieses Virus, also das ungewöhnliche Virus, wird jetzt auf der ganzen Erde benutzt, um die Seth, sag mal, zurückzudrängen. Allerdings wird es die wirklich auch nicht wirklich aufhalten. Das hat die ja ein bisschen gebremst, aber nicht aufgehalten. Das ist ja das Kranke. Aber nun gut, gehen wir mal rüber zu Crysis 3. So, hier sind wir in Crysis 3 jetzt angekommen. Nutzt der Info, zwischen Crysis 1 und 2 sind 3 Jahre vergangen, zwischen Crysis 2 und 3 sind allerdings 20 Jahre vergangen. Warum das wichtig ist? Nun, die Seth haben seit Teil 2 einen Anführer, nämlich den Alpha Seth, und der wurde durch das Virus, das wir eingesetzt haben, in der Katzen zu sehen, stark geschwächt und wurde dann von Cell, den Menschen, gefangen genommen. Sprich, die Cell haben dann in dem Sinne ihren Anführer verloren. Und deswegen sind sie über die gesamte Erde ein bisschen inaktiv geworden, also die machen nichts mehr wirklich. Allerdings sind wir jetzt an dem Punkt, den wir aus Versehen den Alpha Seth befreit haben. Und die Seth sind wieder aufgewacht. Und wir befinden uns hier immer noch in New York. Die Menschen haben hier eine riesige Kuppel errichtet mit mehreren Abwehrtürmen, Raketen, vollbewaffnete Soldaten, die dazu ausgelegt sind, die Seth, die noch hier sind, zu bekämpfen. Mit extra modernen Waffen, starken Waffen, einfach alles. Und das seit 20 Jahren Vorbereitungszeit, muss man überlegen. Und jetzt, nachdem der Alpha Seth frei ist, nun ja, ihr werdet es gleich selber hören. Ja, erstmal hier runter. Ihr könnt schon den Sound hören, das geht richtig ab. Aua. So. Das sind Helikopter. System X. Der Alpha Seth. Bereiten Sie Ihre Männer auf einen weiteren Kampf vor. Mit neuen Regeln. Prophet, laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mind Carrier der Seth in Ihrer Nähe. Angesichts Ihrer Sensibilität für die Aliens sollten Sie ihn besser umgehen. Negativ. Die Seth haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen Sie alle auf. Wenn diese Mind Carrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in Ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Ja, man kann auch jetzt sorry Alien-Waffen nutzen. Ja. Mein Gott. Was zum Teufel hat er vor? Er kann sich in Seth-Waffen einklinken? Wusstest du das, Michael? Wie weit weg ist er schon? Achtung, Achtung, hier ist Turm 436. Stehen unter schwerem Beschuss. Massive Seth-Verbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, hier Bodeneinheit Theta 1. Wir verstärken den Abwehrriegel. Täter 1, hier Overside. Größerer Feindverband nähert sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten. Habt ihr gehört? Ein gepanzerter Turm, ungefähr das da. Mit mehreren Raketengeschützen, Abwehrsatelliten und weiter. Erst nicht Abwehrsatelliten. Turm 436, ja. Wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Haltet diese Bastarde mit schwerem Gerät auf, bevor sie uns überrennen. Abwehrsysteme bei 60%. Yep, ihr könnt's raushören. Der eine Abwehrturm wurde gewarnt mit mehreren Männern, mit schwerem Gerät, mit Panzerartillerie, was auch immer. Und nur 10 Einheiten sind die einfach weg. Und die sind nicht wirklich mehr abgewertet worden. Bedenke, die Menschen, die das hier gebaut haben und die hier sind, sind dafür da, diese Seth zu bekämpfen. Und wenn die Seth wieder wach waren. Prophet, bitte komm. Treffpunkt. Scheiße! Metzen die einfach nieder. Mit Leichtigkeit. Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig. Diese Seth. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf Ling Shan waren hart. Ja, die auf Ling Shan waren auch hart. Komm schon! Headshot.
Und seht euch an, was die Sith erst anrichten. Die waren im Winter schon. Die letzte Videodatei wurde irgendwie nicht wirklich gespeichert, deswegen sage ich jetzt nochmal alles nochmal. Wie gesagt, die Sith hier. Die sind gerade erst wieder aktiv geworden, also die waren vor Winterschlaf gewesen. Durch den Nightfester sind sie wieder wach. Und man sieht, was sie anrichten. Ich betone nochmal. Die Menschen hier und die gesamte Anlage, die hier ist, ist dafür ausgelegt, die Sith zu unterdrücken. Und man sieht, wie gut die es hinkriegen, ne? Gar nicht. Und da ist eine... Wupp! Ja, der eine Turm, da wo mehrere Dutzende Männer waren, schweres Gerät, die vorgewandt wurden, dass da 10 Sith antanzen werden, ungefähr so ein Turm da, wurden mir nichts, die nichts einfach überrannt. Von nur 10 Einheiten, ohne Probleme und das relativ schnell. Ja, falls ihr euch fragt, ja, die Sith haben mir am Flammenwerfer jetzt auch eingesetzt. Ziemlich effektiv, die Sache. Ja, jetzt, falls ihr fragt, warum ich jetzt die Quests 2 und 3 nochmal erwähne, wo es die Stufe 1 Sith eigentlich sind. Nun, es geht darum, wenn die Sith für Stufe 1 sich durchsetzen, werden jetzt Stufe 2 und 3 ja eingeleitet. Je nachdem, höchstwahrscheinlich bei Star Wars. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr ungefähr sehen könnt, was hier wozu die Sith in der Lage sind. Deswegen zeige ich es euch. Okay, die nächste Sequenz, die ich euch jetzt zeigen werde, ist der Mastermind. Oder werde ich versuchen rauszufiltern. Der Mastermind ist ja die Einheit, die ungefähr sowas ähnliches wie die Macht besitzt. Oder eigentlich muss ich es euch nicht zeigen, ich kann es eigentlich nur erwähnen. Der Mastermind ist eine Sith-Einheit, eigentlich der oberste General, der sowas ähnliches wie die Macht besitzt. Also er kann Objekte hochheben und wegschmeißen. Wie weit das entwickelt ist, lässt sich schwer sagen, jedenfalls könnt ihr das. Und wenn ihr sowas jetzt auch die Macht erforschen können, dann ja. Stell euch mal vor, ein Jedi Grievous mit Macht mit 4 Armen. Dann viel Spaß. Und mit mehreren Armen noch zusätzlich, je nachdem. Okay, es gibt aber noch 2 Sequenzen, die ich euch zeigen werde. Und dann werde ich mal zur Schlusstheorie zurückkommen. Dann bis gleich. So, wir sind jetzt ungefähr in der letzten Mission. Sie denken, ich bin der Alpha Sith. Ja, das ist einer der großen Nachteile gewesen, wo man überhaupt Chance gegen die Sith hatte, heißt es eben, dass man ihre Technologie eben halt kopiert oder sich selber benutzt. Und das ist eben halt ein großer Nachteil. Ihr werdet aber gleich noch hören, warum. Nämlich, je mehr du die Sith dich annäherst, desto wahrscheinlicher kann es sein, dass du selber zum Sith wirst. Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen, gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen. Und man sieht hier, was die Sith hier eine unterirdische Anlage gebaut haben, ne? Noch schnell zu erwähnen, der Alpha Sith. Ja, das Kampfschiff. Ja, die Stufe 3. Stufe 3 ist im Prinzip eigentlich das, sag ich mal so, wenn die schaffen es die Sith nicht, den lokalen Widerstand des Planeten zu beseitigen, wird Stufe 3 initialisiert. Stufe 3 heißt, ein Sith-Kampfschiff aus ihrer Heimatgalaxie kommt zu uns und vernichtet uns. Sprich, ihre hochentwickelten Verwandten werden uns einen Besuch abstatten. Und dann ist die Hölle los. Und nicht nur die Hölle, nichts kann sich dem widersetzen. Ach ja, was ich noch zum Alpha-Sef sagen wollte, noch schnell,
Das ist eine riesige Batterie, die einen ganzen Planeten ohne Probleme jahrzehntelang mit voller Energie versorgen kann und ein Wurmloch zu einem anderen Sternsystem. Und die gesamte Energie des Zephylite lieferte. Zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Ja, eben, der Alpha Seth ist Kopf und Kragen des Seth hier auf der Erde und der hat so viel Energie, der eine gesamte Armee hier, eine Versionsarmee mit Energie versorgen kann. Kann auch noch, wie gesagt, jahrzehntelang mehrere ohne Probleme Planeten mit Energie versorgen, die gesamte Erde zum Beispiel. Oder ein Wurmloch mit bloßer Gedankenkraft erzeugen mit seiner Energie in seiner Heimatgalaxie. Tja, wenn das nicht mal gigantische Energiemengen sind, ne? Okay, die nächste Sequenz. Okay. Ja, und die Seth haben auch Minen, also zu jedem menschlichen Ding, was die Menschheit jetzt kriegt, benutzen, kopieren die Seth und sind da dabei noch besser als wir. Aber jedenfalls, die nächste Sequenz zeige ich euch gleich nochmal was. Kampfschiff. 25 Minuten. Wir haben unser Wesen grundlegend verändert. Wir hatten nur diese Chance. Wir mussten wie sie werden. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der gerade diese Sequenz gerade gesagt wurde. Wir hatten nur diese Chance. Wir mussten wie sie werden. Sprich. Die Energie. Ja. Ich brauche mehr. Die einzige Möglichkeit, die Seth zu besiegen, jedenfalls in Crisis war, ist, mehr wie die Seth zu werden. Immer mehr. Immer mehr ihre Technologie und DNA in uns vereinen. Das ist unsere einzige Chance. Das ist deren Angepunkt von Crisis. Das ist der einzige Punkt, wo wir eine Chance hatten. Okay, jetzt zeige ich euch noch den letzten wichtigen Punkt für die Was wäre wenn und dann war es das dann mit dem Video. Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde Prophet. 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 Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschengedenken. Nur Befehle befolgt? Ist der überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Jeder hat eine Wahl. Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Prophet. Was? Halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lawrence! Es geht nie nur um den Anzug! Und, halt durch! Nein! Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale, orbitale Vernichtung. Ja, Archangel ist ein Satellit von den Menschen entwickelt, der von den Alpha Seth Energie gespeist wurde, als er noch gefangen genommen wurde. Dieser Satellit hat so viel Energie oder kann Energie abgeben und dem Planeten ein richtig fettes Blau am blauen Fleck zu verpassen. Oder wenn man es richtig fett auflädt, wahrscheinlich einen großen Krater in der Welt zu verursachen. Also genug Sprengkraft, um etwas zu vernichten. Und das nur die Energie eines einzelnen Wesens, den Alpha Seth. Und das ist jetzt von den Seth das Kriegsschiff der Stufe 3. Welche Klasse das hat, also Korvette, Fregatte etc., wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dieses Schiff kann man in einem einzigen Schuss den Planeten entvölkern. Das sehen wir jetzt gleich. Da wird gerade die Sequenz geladen.
Da ist ungefähr die Hauptwaffe. Und jetzt, gleich kommt der Schuss. Der Schuss wird aufgeladen von dem Kriegsschiff und... Jetzt, da wird der Schuss geladen. Und, bumm. Dieses eine Schiff hat oder konnte die ganzen Planeten vernichten, beziehungsweise das Leben entvölkern. Ein einzelnes Schiff, was die Seth wahrscheinlich in Masse bauen. Und da muss man dann viel Spaß ins Star Wars Universum. Dieses Schiff ist ungefähr der Todesstern, dann wahrscheinlich nur massenproduziert. Wenn dieser Schuss den Todesstern selbst treffen würde, würde der Todesstern wahrscheinlich selbst umgewandelt oder abgeändert werden. Ich meine, wenn es den ganzen Planeten umändern kann, dann auch den Todesstern. Und wie groß das Schiff ist, wissen wir nicht hundertprozentig. Es gibt eine Theorie oder eine Schätzung, die besagt ungefähr 425 Kilometer. Wenn das stimmt, gibt es kaum oder fast gar nichts in Star Wars, was denen gleichkommt. Nur der zweite Todesstern. Aber wie gesagt, das sind Schiffe und keine Raumstationen, die SF bauen. Falls die Raumstationen bauen, will ich gar nicht wissen, wie groß die sind. Und nochmal den Archangel-Satelliten, die wir hier haben. Wurde von Energie eines einzelnen Wesens gespeist, in Alpha Seth. Mehr auch nicht. Okay, das sind jetzt ungefähr die grundlegenden Sachen, die ich über die Seth sagen wollte. Also über die wahren Seth müssen wir jetzt nicht viel reden, weil über die wissen wir kaum gar nichts, außer wir wissen nur, dass sie in das gesamte Universum beherrschen können, also in allen Situationen überleben können, in schwarzen Löchern, gekrümmte Raum und Zeit und sich überall anpassen können. Das wissen wir grundsätzlich von denen. Und der Schwarmverstand ist extrem mächtig. Klartext, sie könnten sich allen anpassen, was allen anderen Side-Switch-Universum ihnen entgegenschmeißen könnten. Wie viele Planeten sie haben, die Kontrolle wissen wir nicht. Man geht aus von mehreren Millionen oder vielleicht sogar Milliarden, eine komplette Galaxie. Und sie breiten sich auch in anderen Galaxien noch aus. Also, ja, richtig viel. Okay, ich wollte jetzt noch schnell auf einen Kommentar eingehen und dann wollte ich nochmal was wäre, wenn nochmal etwas überarbeiten. Nicht viel, aber nicht mehr. Okay, einer hat geschrieben, was möglich wäre für Star Wars, was Argumente sprechen würde, wäre zu einem der Todesstern. Also, dass man also nicht zwingend den Todesstern selbst, sondern die Technologie von den Superlaser benutzen hätte. Ich finde, das ist keine gute Idee, aber das sagt er auch selber, dass er selbst damit Kurs dann zerstört hätte und das wäre natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, einen ganzen Planeten zu vernichten, um ein kleines, beschädigtes Kolonieschiff zu bekämpfen, ist schon hart extrem. Aber in selbst in solchen Maßnahmen wird jemand nötig. Okay, hier steht auch, ob er sich fragt, ob die Eiskugel die Energiestrahl aufnehmen könnte. Das wissen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was man aus Fansef wissen kann, ist, dass sie aus um der Umgebung und Maschinen etc. oder Atombomben oder Waffen mit Energie die Energie entziehen können und sich dadurch stärker machen. Jedenfalls die Eiskugel kann das. Die replikanischen Streitkräfte, sagen wir es mal so, wenn die Seth es schaffen könnten, die Klontechnologie in den Finger zu bekommen, dürfen sie locker eine Biowaffe, ähnlich wie den Nanovirus, wie in Versus 2 einfach entwickeln. Sie brauchen theoretisch nur eine Klonleiche. Müssen sie nun analysieren, das dauert ja schnell. Ja, wie gesagt, das einzige Mögliche ist eben halt, wenn man die Seth wirklich aufhalten will, muss es sofort schnell und gründlich gehen. Allerdings ist das bei Star Wars sehr unwahrscheinlich, dass sie das so schnell schaffen können, außer sie bombardieren Coruscant mit Proton-Torpedos und alles weitere, aber das würden die wahrscheinlich nicht machen. Ich meine, die Republik würde das wahrscheinlich nicht machen und die Separatisten wahrscheinlich auch nicht, weil sie andere Aufgaben haben da. Wenn sie sich kurzzeitig zusammentun, um die neue Bedrohung Herr zu werden, wahrscheinlich schon. Allerdings, wenn sie sich dann, braucht es Zeit, um diese Zeit sich zu entwickeln, also den einen Vertrag oder das andere Bündnis zwischen den beiden Parteien. Und das wird so ständig zustande kommen. Außerdem wird es den Seth genügend Zeit zu verschaffen, um sich da anzupassen und sie auszubreiten. Ja, die nahegelegenen Systeme, also die gesamte Galaxie, wenn sie sich vereinen würde gegen die Seth, ja,
Sag es mal so. Die gesamten Streitkräfte brauchen etwas, bis sie da sind. Die müssen erstmal Bescheid bekommen haben. Und die Truppenbewegung braucht alles seine Zeit. Ich verstehe den Sinn und Zweck, was der Typ hier meinte, dass hier die gesamte republikanische Armee und der Außenrand vielleicht, plus noch das Hundenkutter und andere Verbrechen, Gruppierungen hinschicken würden. Ich kann das da verstehen, allerdings wird das so viel Zeit in Anspruch nehmen und die SF würden sich den Sinn einfach so anpassen. Und falls sie es doch schaffen sollten, wie soll man sagen, ja, das sage ich gleich, was wäre, wenn, will ich noch ein Gameplay-Video aufnehmen und dann kurz noch ein bisschen drüber reden. Jedenfalls besteht die Möglichkeit, dass die gesamte Galaxie gegen dieses Schiff vorgehen kann, wenn sie sich nicht hundertprozentig angepasst haben. Oder die ganzen Planeten in eine Festung verwandelt haben. Okay, Faktor Palpatine. Okay, ihr könnt vielleicht die Gefahr spüren, allerdings sind Seth, wie weit, wenn sie ins Auskommen mit der Macht verbunden, schwer zu sagen. Vor allem, wenn die Seth sich schaffen, sich die Macht anzupassen und einer Gegenentwicklung, ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn die Seth sich anpassen, sich darauf anzupassen und sich eine extra Einheit dafür entwickeln, gegen die Machtnutzer wie Jedi, dann wird es richtig schwer. Okay, die Schneerüstung für durchdringende Eiskugel gab es. Klar, sicher gibt es Schneeausrüstung bei der Republik. Aber allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie auf Koh Samui diese sofort bereit haben. Erst, die müssen extra hergeschafft werden. In die Zeit haben sie bestimmt, die Seth bestimmt schon Koh Samui niedergemacht. Ja, die Jedi sind, oder die Machtnutzer sind dem Macht zwar ausgebildet, aber die Seth, also die Truppen haben da, soweit ich gesehen habe, natürlich auch keine Ausbildung und metzen einfach ihre Konkurrenten einfach auch nieder. Also ich glaube auch nicht, dass die Macht bei Star Wars nur Anfang vielleicht was nutzen wird, aber wenn die Seth sich darauf einstellen oder anpassen haben, wird die Macht auch nichts mehr nützen. Oder die werden sich dafür noch stärker machen. Ja. Ihnen fällt es nämlich schwer, okay, Ihnen fällt es hier schwer zu glauben, dass die Mächte des gesamten Star Wars-Universums durch eine andere Macht besiegt werden können. Sagen wir es mal so, die Star Wars-Galaxie ist natürlich stark bevölkert, hat viel militärische Macht. Allerdings wird es gegen die Seth nicht viel nutzen, höchstens das Kolonieschiff schon, aber gegen die wahren Seth nicht. Wie gesagt, wenn diese Kriegsschiffe die Planeten vernichten können oder, sag mal, entvölkern können, Masse produzieren, herstellen können und die größten als Imperial Sternzerstörer können sie einfach durchfliegen und alles platt machen. Plus noch, wenn die Schiffe die Technologie gegenüber anpassen, wenn die Schiffe wahrscheinlich durch die Angriffe, durch die Energiewaffen noch stärker. Jedenfalls mal sagen wir es mal so. In meinen Augen, wenn. Ja, kann ich noch was sagen. Wenn sagen, jedenfalls, es besteht mehr als die Möglichkeit, dass die Seven schon einzelne Schiffe ausweichen können, die Galaxie in Star Wars schon massiven Schaden zuzufügen. Je mehr Zeit sie haben, desto besser für sie. Ja, allerdings ist das eben das Szenario, eben wenn sie. Das Star Wars Galaxie hat eben halt nur gute Chance, wenn die Seth eben halt schnell beseitigt werden. Aber allerdings ist das schwierig. Allerdings würde ich das jetzt auch gleich nochmal sagen, warum. Dann sehen wir uns gleich nochmal in Star Wars Gameplay. So, willkommen zurück. So, jetzt wollte ich ja nochmal zu dem kommen, was ich sagen wollte, was wäre, wenn, was jetzt passieren würde. Nun denn, nachdem. Wie gesagt, das Szenario so: Schlacht um Coruscant zwischen den Klonkriegen. Ein Seth-Schiff taucht aus dem Hyperraum auf oder Wurmloch, was auch immer, stürzt auf Coruscant ab, in den tiefen unteren Ebenen, wo das Verbrechen ja stattfindet. Und da wird es sich bewusst werden, also die Republik fragt sich, was ist da. Separatisten wundern sich auch, was das war. Allerdings schenkt die denen noch keine so große Aufmerksamkeit, weil da eine Schlacht zufolge ist und die Separatisten immer noch Kanzler Palpatine entführen. Oder versuchen wegzuschaffen. Palpatine wird darüber informiert, was passiert ist, und wundert sich erstmal, weil das nach seinem Plan nicht passieren sollte. Das wird natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, schätze mal eine Stunde. Da werden die Seth sich vorbereiten. Fragen sich dann, auf welchem Planeten sie sind, scannen die Umgebung. Bereiten sich davor, die Eiskuppel zu aktivieren. Das wird wahrscheinlich auch eine Stunde oder so dauern.
denke ich jetzt mal, ist jetzt Theorie. Dadurch wird die Eiskuppe langsam aktiviert und alle Bewohner von Coruscant, viele da unten, fragen sich, was das ist. Oder sagen wir mal so, die Jedi reagieren drauf mit ihren Transportern und fliegen mit einem kleinen Forschungsdrohnen und einem Militärtrupp dahin. Ohne Ahnung, was da passiert. Eisrüstung, also Winteranzüge und sowas haben sie nicht. Weil sie auf Coruscant eben halt nicht gebraucht werden, also unwahrscheinlich, dass sie das haben. Deswegen ist es für den Anfang hier nicht mehr relevant. Dann werden sie reingehen. Oder versuchen reinzugehen. Die Schneekuppe ist noch fast bereit zur Aktivierung. Allerdings werden die feststellen, dass die Struktur des Alien-Schiffes, also des Selbstschiffs, sehr, sehr außergewöhnlich ist und schwer durchzukommen ist. Vor allem, weil die ziemlich kalt ist und dass sie schon erstmal den Arsch abfrieren werden. Danach werden sie mit Schwerelosigkeit zu kämpfen haben. Manche Soldaten werden wahrscheinlich Magnetstiefel haben, vielleicht durchlaufen, aber andere wahrscheinlich nicht. Und darauf zufolge werden die Seth die Eindringlinge aufspüren und dann erstmal die Schilde aktivieren. Das Schiff hat ja innere Schilde, wie im Video zu sehen. Und habt ihr am Anfang gesehen. Darauf entsprechend kommen die republikanischen Truppen nicht weiter. Noch ein Punkt ist, wo die Klontruppen wahrscheinlich nicht durchkommen werden oder die Droiden, falls sie sich verbinden sollten. In das Schiff, weil das Schiff nicht nur Schwerelosigkeit hat, sondern auch, wie sagt man sowas, ein Gegendruck, der die wegschleudert zurück. Allerdings lässt sich diese Mechanismen zerstören. Also wird sie nur kurz aufhalten, allerdings aber noch mittellang genug. In der Infolge, dass die Republik denkt, also klar wird, dass sie nicht freundlich sind. Darauf entsprechend wird die Republik versuchen, sich zurückzuziehen und sich zurückzuziehen, sich zu beraten, was zu tun ist. In der Folge werden die Seth ihre Eiskugel aktivieren. Und wenn alle republikanischen Einheiten, die in der Nähe sind, alle Kampfdrohnen etc., werden erstmal sekundenschnell eingefroren, weil unter 200 Grad überlebt keiner ohne spezielle Ausrüstung. Das schafft keiner. Und dieses Schild wird langsam größer, immer mehr die Wärme entziehen. Immer und immer mehr. Und das Schild und die Energieatmosphäre wird immer größer und wird immer mehr Teile von Coruscant einhüllen. Denn worauf folgen wird die Republik und die Separatisten, also durch Kanzler Palpatine. Das ist jetzt unlogisch, mein Blitz hat ihn getroffen. Egal. Wird darauf, sagen wir mal, Bündnis versuchen, einen großen Militärmarsch zu machen, nämlich Orbital Border Bemong oder so wird unwahrscheinlich sein. Höchstens auf die Eiskuppel, aber Ionenfeuer oder Tupeles Feuer wird den Shit wahrscheinlich die Energie entziehen und dadurch noch stärker werden. Danach folgend, wenn sie nach Versuchung und Coruscant keinen wirklichen Schaden zuzufügen, wahrscheinlich eine Spezialeinheit gründen, wo die Kälte aushält. In den Folge sind die Seth aber schon vorbereitet. Also bis die Republik und die Separatisten bereit sind, ihre Spitzertruppen oder anderen Truppen herbeizuführen, braucht eben halt wahrscheinlich länger als einen Tag, um die Ausrüstung am Außenrand und mittleren Rand zu beschaffen. In der Folge sind die Seth bereit, werden wahrscheinlich schon Bodentruppen oder die ersten Prototypen ihrer neuen effektiven Armee zur Anpassung bereitgestellt haben. In der Folge, wenn sie Einheiten schon bereit haben, wenn sie die Jedi schon analysiert haben oder die Macht, wo ihre Standardsoldaten wahrscheinlich schon Jedi ausradieren können. Und wahrscheinlich schon jeder einzelne normale Soldat, der selbst schon längst 10 oder 15 Ark-Soldaten wert wäre, bestimmt. Je nachdem, was sie analysieren können schon. Je mehr die analysieren können, desto besser können sie sich anpassen, eben an die Umgebung und an den Gegner, die da sind. In den Folge werden die Republik mit Fahrzeugen, oder zum Rest der Republik mit Fahrzeugen und noch mehr Bodentruppen kommen, die sie speziell bereitgestellt haben. Allerdings werden die Waffen, die sie benutzen, da natürlich dieselben sein. Die Seth haben sich allerdings schon darauf eingestellt und werden dementsprechend und durch ihre Fähigkeit, Energie zu entziehen, die Fahrzeugen oder die gesamte Stadt ihre Energiesysteme lahmzulegen. Das wird Coruscant ziemlich verwirrend und die Bevölkerung anfällig machen für Angriffe. Und auch die Fahrzeuge, wenn ihre Energiewerte sinken, werden die es nicht mehr schaffen, ihre Fahrzeuge zu benutzen, die Republik und Separatisten. Auch die Kampfdroiden werden wahrscheinlich ihre Energie verlieren und deswegen wird die Droidenarmee wahrscheinlich da keine effektiven Einsatzmöglichkeit haben. Und das Yoda hinter mir, ich hasse, ja, der kleine grüne Gnom.
Jedenfalls, falls aber aus irgendwelchen natürlichen Wundern, sagen wir es mal so, wenn die Seth es schaffen, dann ihren Alpha-Seth zu gebären, sag ich mal, werden die dann anfangen, die Nanosprossen zu produzieren. Wie lange es dauert, kann ich schlecht sagen. Wahrscheinlich etwas, wahrscheinlich vielleicht ein paar Wochen. Allerdings wird die Republik und die Separatistenallianz wahrscheinlich schon kurzerhand fast aufgegeben haben, weil die Energieatmosphäre sich so weit ausbreitet mit den Einheiten, die sie reproduziert. Und angepasste Einheiten können die Jedi und die Republik nichts entgegensetzen. Demzufolge wird die Republik erst ein Notsignal und die Separatistenallianz auch Notsignale senden, um den neuen bekannten Feind in der Galaxie zu warnen. Die Seth finden dementsprechend, wo ihre Virus so lange produzieren. Und dann vorbereiten, auf den Rest des Großlands einzusetzen und die Bevölkerung zu umzuwandeln und neue Truppen zu produzieren. Also noch schneller. Darauf folgend, werden sie die Datenbank, also werden wahrscheinlich die Datenbank herauslesen oder scannen eben, wie sie es machen, weiß ich nicht, aber sie können es wohl. Dann wissen, dass die Galaxie extrem größer ist und überlegen sich, was sie jetzt machen. Der Alpha Seth wird wahrscheinlich mit dem Stufe 2 Seth erstmal Kursland umwandeln, also da wird Kursland wird da wahrscheinlich einfach schnell niedergemacht. Darauf folgend weiß der Alpha Seth, dass die Galaxie ziemlich groß ist und ziemlich lange brauchen würde. Ich denke mal, entweder werden die schon aus ihrer Heimatgalaxie Verstärkung anschaffen, wenn Kriegsschiffen die ganzen Planeten zerstören können, wie gesagt. Oder sie werden versuchen, Kursland in eine Schwarmwelt zu verwandeln und da schon rostige Fabriken zu produzieren und massive Truppen zu produzieren. In der Darauffolgenden wird die Republik und alle anderen Parteien extreme Maßnahmen ergreifen, um Kursland zurückzuerobern oder die neue Bedrohung zu neutralisieren. Landarmeen oder Lufteinheiten etc. werden nichts nützen, nur Raumkämpfe werden was bringen und darüber wissen wir über die Seth zu wenig, um das zu sagen. Aber wahrscheinlich werden sich die Technologie der Raumschiffe auch anpassen und die wahrscheinlich dann auch so 1 zu 10 überlegen sein. Von der Stärke her. In den Folgerungen werden sich die Seth langsam in der Galaxie ausbreiten. Und sagen wir mal so, aus irgendwelchen Gründen wird sich das Imperium bilden und hat den Todesstern irgendwie bereit. Allerdings werden die Superwaffen von Star Wars gegen die Seth nicht viel bringen, weil jedes ihrer Kriegsschiffe eigentlich auch eine Superwaffe ist. Nur, dass sie nicht zwingend Planeten so vernichtet wie der Todesstern, aber irgendwie halt umändert. Also die äußere Hülle wird umgewandelt und zu Nutzen gemacht. Ungefähr ähnlich wie sie es die mit den Menschen aus Crysis 2 gemacht haben. Sie werden die Planeten einfach so umwandeln, also schon vernichten, aber irgendwie auch erhalten. Das Imperium ist da ein bisschen wesentlich dümmer. Sie vernichten den Planeten komplett. Du kleiner grüner Gnome. Ah, wow. In den Folgerungen, wenn die Seth wahrscheinlich ein Kriegsschiff zum Todesstern schicken, wenn sie ihre Position haben oder. Beziehungsweise, wenn der Todesstern es schafft, Coruscant zu erreichen, werden die sehr wahrscheinlich oder haben sie wahrscheinlich schon die Technologie so updatiert, dass sie die gesamten Energiewerte der Todesstern vielleicht oder vielleicht auch nicht absorbieren können. In der Hoffnung können die Seth entweder die Energie des Todessterns nutzen, um noch mächtiger zu werden, oder es wird sie vernichten, weil es zu viel Energie ist. Wissen wir nicht, ist nur eine Möglichkeit, aber währenddessen werden die, bevor der Todesstern fertig gebaut ist, die Seth sich so weit ausgebreitet haben, um sich überall, ja, dass ein einzelner Planet sie nicht mehr wirklich einzelne Superwaffe sie nicht mehr wirklich aufhalten kann. Und wenn das Seth-Kriegsschiff den Todesstern zerstört hat, die Republik oder beziehungsweise das Imperium oder alle anderen Fraktionen keine Chance mehr. Der einzige wirklich, wie gesagt, effektive Weg, die Seth aufzuhalten, der Stufe 1, ist eben halt, wenn sie schnell schaffen, das Schiff zu beseitigen, egal wie. Eine innere Eroberung ist sehr unwahrscheinlich oder beziehungsweise schwierig, weil die sehr, sehr viele innere Systeme haben, wie ich in Crysis gerade gezeigt habe im ersten Teil, das innere Schiff. Und jede andere Art von Energie, die sie betreffen, wird sie noch stärker machen als von außen. Also werden Schiff. Die Republik und Separatisten werden wahrscheinlich versuchen, das Schiff mit Turbolasern oder Ionenkanonen irgendwas zu deaktivieren oder auszuschalten, dass sie die sehr viel mächtiger machen, weil es Energiewaffen sind. Massentreibergeschütze oder Protonentorpedos könnten wahrscheinlich das Schiff eher platt machen, aber die Republik wird das wahrscheinlich eh nicht wirklich benutzen. Die benutzt das so gut wie gar nicht, außer von Bombern. Außerdem wird die Republik sich da ziemlich lange überlegen müssen, um das wirklich zu machen. Weil einen Hauptplaneten zu bombardieren, kommt natürlich nicht gut an.
Jedenfalls ist es ein kleines Was wäre wenn, ein kleiner Gedanke, und für mich wäre es wahrscheinlich, dass das so ablaufen würde, war einfach, wenn die Sevs sich einmal anpassen, gibt es kaum was, was sie wirklich aufhalten kann. Und wie gesagt, die Republik, unsere Separatisten brauchen wohl ziemlich lange, um die Technologie der Sev zu verstehen oder halbwegs zu entwickeln. Zugegeben, die Wissenschaftler aus Star Wars sind alle Wahrscheinlichkeiten eigentlich durch Glücker, die als Quaisis. Allerdings haben die von Quaisis, wie gesagt, über 100 Jahre Zeit gehabt, also ein paar, um die Technologie zurückzuentwickeln, halbwegs, um halbwegs vernünftig zu kombinieren. Und man muss auch bedenken, als die Sev in Quaisis ja zurückgeschlagen wurden und 20 Jahre, hatten die es wirklich nicht mehr geschafft, die Technologie zu updatieren, also zu verwenden. 20 Jahre, obwohl die wissen, dass noch mehr Sev-Überreste da sind, schaffen sie es dennoch nicht, die Technologie zu. Schaffen es immer noch nicht, die Menschen, die Sev-Technologie zu verstehen. Jedenfalls, das ist nur ein kleiner Einblick. Ich will gerne eure Meinung wissen. In meinem Fall würden die Sev von einem kleinen Kolonieschiff schon so Mengen Schaden anrichten in der Star Wars Galaxie. Aber wenn ihre wahren Brüder kommen, die noch Milliardenfach stärker sind, wäre das Star Wars Universum wahrscheinlich ein Untergang geweiht. Aber es ist jedenfalls nur meine Meinung und würde auch gerne eure Meinung gerne wissen. Jedenfalls, falls euch das Video gefallen hat, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer und tschüss.